Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir den Fanghaken bekommen, oder Enter. Und in diesem Part schauen wir, dass wir den Boss von Seeschrein besiegen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich hoffe, dass wir das auch hinkriegen. In diesem Part, ich muss jetzt leider warten auf die doofe Plattform. Es wäre lustig gewesen, wenn ich runtergefallen wäre. Ja, stirb. Falsch. Nein. Last. Jetzt muss ich schnell sein. Nein. Ist das ernsthaft? Wegen der doofen Fledermaus. Wirklich. Oh, danke. Ich sehe nix. Hoffentlich schmeißt mir die Fledermaus nicht runter. Sie kommt. Ja, geh weg. So. So, jetzt muss ich noch mehr wissen, wie das gegangen ist. Das ist schon lange her. So. Warte, ich mag die Karte haben. Also ich raufe da runter. Da muss ich nicht her. Ich muss eigentlich nur... eigentlich der Karte da folgen. So halbwegs halt. Ich glaube, ich muss darauf. Ich drücke immer falsch. Y. Ernsthaft. Alter! Bitte geh darauf! Ja, heb's auf vielleicht! Boah, Link! Boah, ich muss mir das abgewöhnen, dass ich... So... ich glaube, dass ich da richtig bin. So. Nein, da darf ich nicht hinschwimmen. Darunter muss ich. Ich drücke immer falsch. Ja, genau. Auf einmal kommt deine Muschel entgegen. Das ist der echt Spiel, so. Da muss ich rauf. So. Da haben wir noch so einen. Ich drück immer falsch. So. Und jetzt runter. Und da ist der Bossschlüssel. Oder der Masterschlüssel. Wie man in dem Spiel so schön sagt. Ja, von der anderen Seite wäre das leider nicht gegangen. Man muss sich runterhangeln lassen. Da muss ich nur den Weg wieder zurückfinden. Ich glaube, ich muss erst irgendwo runter, ne? Ja, da.
So, und jetzt kann ich darauf. So. Gut, dann gehen wir Richtung Boss. Warte, wie komme ich denn schnell zurück? Wie komme ich da schnell zurück? Warte, muss ich mich jetzt da ranhangeln? Kann sein. Oh. Jetzt muss ich eine Runde gehen. Ist ein bisschen den da. So. Natürlich. Es ist da keine Energie drin. So. Dann geht er rauf. Pfeiler, ja, warum nicht? Energie. So, auf zum Boss. Es wird Zeit, langsam mal gegen den zu kämpfen. Ich hätte das gerne im letzten Part noch alles gemacht, aber das wäre sich nicht ausgegangen, hinten und vorne von der Zeit und so. So. Oh. Da muss ich das Fass noch anders abfließen lassen, oder komme ich? Ich komme eh hin. So. Schauen wir mal, ob ich den überhaupt noch kann. Der ist schon so lang her. So, hui. Auf geht's. Also zuerst ist ja so das da, ne? Ups. Zuerst muss ich ja so mich runter gleiten lassen. Ein bisschen Morpher-Vibes hat das. Genau, die erste Phase ist da drinnen. Urzeitfisch, Octapesus. Bombenfische. Ups. Ich wollte nicht den erwischen. Erst. Ja. Jetzt kommt erst der richtige Kampf gegen ihn. Topie so. Ich mag den Bossfight. Er ist zwar komplett unter Wasser. Na, aber er ist ein cooler Boss. Erstes mache ich.
Na, bestimmt hat nicht so mal dumm. Stirb. So. Kurz Konzentration. Da, besiegt. Easy. Aber ich verstehe im ganzen Zelda-Universum die Bosse nicht. Er könnte theoretisch weiterkämpfen. Aber nein, er fährt gegen die Wand. Ich verstehe das nicht so ganz, aber naja. Er hätte ja noch weiterkämpfen können eigentlich. Ich hätte es logischer gefunden, wenn wir da mit einem Bombenpfeil irgendwo gegen die Wand schießen hätten müssen. Aber ja. So, und das letzte Teil von der Maske. Da ist er ja, der letzte Schattengestall. Versprochen ist versprochen, also gib ihm mir schon hier. Jetzt schau mich nichts an, ich brauche ihn nur einmal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santo klarzukommen. Ist ja schrecklich, wie der sich als König des Schattenreichs aufspült. Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Also ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Ja. Also gut, gehen wir. Jo. Aber zuerst nehme ich mal das mit. Nice. Ja, ich habe nichts vergessen, das Herz habe ich mitgenommen. Dann geht es nun weiter. Welches zu speichern? Ja, gerne. Ja, genau, es passiert. Ah, ich weiß jetzt schon, was passiert. Ist das Santo? Santo! Dass du es wagst, sich mir mit so einer altertümlichen Magie entgegenzustellen. Mit einer Dateiche aufhören. Aufhören. Wieso stellst du dich gegen deinen König? Du willst unser König sein, dass ich nicht lache und die Magie unseres Volkes wird von dir doch nur schändlich missbraucht. Denkst du etwa, meine Magie sei die alte Magie unseres Volkes? Du überraschst mich. Meine Magie, mit der ich das Schattenreich beherrsche, ich habe sie von meinem eigenen Gott empfangen.
Sag mit mal, hast du schon vergessen, dieses Tier ist ein Wesen des Lichts, ein Seherwesen, die uns so grausam unterdrücken. Was du auch tust, in ihrer Welt bist du nur ein Schatten und ohne jede Bedeutung. Doch wenn diese Welt erobert, werden die Licht und die Schatten reich eins. Für unser Volk ist die Zeit der Rache gekommen und endlich werden die Schatten auch den Lichtern Teil der Welt verfinstern. Siehst du das nicht mit an alles, was noch fehlt? Bist du... Was ich tue, geschieht nur zum Wohle unserem Volk, deshalb leih auch du mir deine Kraft. Du willst nicht? Also gut, schick mir dich zurück in die Lichter der Welt, nach der du dich so sehr sehnst. Warum ist er eigentlich kein Schatten? Michimi, auserwählter Held. Gehe zu der Prinzessin im Schloss gefangen, die im Schloss gefangen ist, im tiefsten Herzen der Finsternis. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt verhelfen, die dir das Schattenreich geraubt hat. Alles klar. Auf in Wolfgestadt! Ins Schloss. Hä, was war das für ein Viech? Mitten als geschwächt, was soll ich tun? Ja, ich muss leider ins Schloss. Ah, dieser Lex, ne? Habe ich schon fast vermisst. Jetzt kommt ein Wolf in die Stadt. Hallo. Lauter Katzis, das ist so süß. Ich beiße nicht. Na, ja, vielleicht ein bisschen. So, schauen wir mal, ob ich das noch weiß. Ohne dass ich die Katze da fragen muss. So, nein, die Katze muss das erst aufmachen, wie es ausschaut. Da ist ein Wolf, verschwinde los! Warte. Ja, die Katze muss es erst aufmachen. Du bist Michi, oder?
War mir doch gleich klar. Ich bin Luis, wir haben uns schon mal in dieser Lage getroffen, erinnerst du dich? Ich verstehe allerdings nicht, was du mit diesem Auftritt erreichen willst. Wenn du den Menschen so vor die Augen trittst, darfst du dich nicht wundern, wenn sie dich verjagen. Oh, schon wieder mit Verletzten unterwegs? Ist das eine Art Hobby von dir? Kann man so sagen, ne? Bitte, wir müssen. Und wenn sie es sind, erzähl da. Kommt hier lang. Über die Dachkammer führt ein Weg in die Kellergewölbe des Schlosses. Allerdings ein alter Weg, wird nicht ganz leicht, und ihr müsst aufpassen, dass euch keine Menschen erwischen. Na Gott sei Dank habe ich das schon vorbereitet. Wow! Ich bin voll dagegen gekürft. Also einfach dagegen. Wow, ist dumm. Vorsichtig. Ach, das ist so schier dadurch. Das Monster auf der Brücke, man erzählt sich, das hat ein Bekannter von Thelma erledigt. Aber das ist ein Michi, der Thelma und ihr Bekannten nach Kakariko begleitet hat. Dass es noch solche Kerle gibt, ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Aber nein, der Junge ist gar nicht aus Roman erzählt, er kommt aus einem kleinen Dorf in Lauton. Du weißt schon, wer die großen Stadt nicht kennt, der kennt auch keine Angst. Oder so. Das ist unser nächster Anhaltspunkt unten. Oh, das ist das. Eigentlich überhaupt keine Zeit für das. Aber wir müssen das machen, sonst kommen wir nicht weiter. Das ist eine Geisterseele. Ah, danke, dass du den Geist besiegt hast, Kleffer. Ich darf dich doch so nennen, oder? Mich nennt man Giovanni, aber seit ich Geld brauchte und meine Seele einen Dämon verkauft habe, sehe ich so aus wie jetzt. Meine Freunde, kann ich so nicht unter den Augen treten, und mein Kater Gregor sitzt auf meinem Kopf und ist genauso starr wie ich. Meine Bitte, Kleffer, du kannst hier rausgehen und 20 von den Geistern jagen, die dich in Dunkelheit verstecken. Wenn du nämlich meine Seele befreist, die Geister sahen, dann verwandle ich mich auch in meine frühere Gestalt zurück. Aber so wie es gerade regnet, kannst du nicht direkt rausgehen. Ich mach dir einfach den Zugang zu den Kanälen auf. Wenn der Regen aufgehört hat, gäbst du besser Katzenplatz ein Loch an der Mauer, um wieder herzukommen, okay? Ein Katzenplatz. Ja, die Aufgabe machen wir auch so gut wie möglich. Machen wir, werden schauen. Vielleicht machen wir 100%, ich bin mir nicht sicher. Ich werde es versuchen vielleicht. Ah, diese Spinne, ne? So, ich brauche ein Stecki. So. Also, da brauche ich auch. Oh. Aber warum brauche ich dafür auch ein Stecken? Mann.
Na weh. Ups. Ach, das wollte ich gar nicht anzünden. Muss man da schnell sein oder ist da noch eins irgendwo? Also das ist für das da hinten, ne? Okay, liegt das drauf. Also einfach so. Nehmen wir es einfach mal mit, falls wir es nochmal brauchen. Ich glaube, jetzt brauche ich es aber nicht mehr. Gehen wir einfach da raus. Also sind wir da, wo das Spiel gestartet hat, richtig? Jo. Ups. Au. Arsch. Ups. Das war schlecht. Alter, so nervig, wirklich. Ich kann das nicht spielen, wie es ausschaut, dieses Spiel. Alter! Mann. Man kommt leider nicht drüber, sonst mitten ist so schwach für die ganze Chose da. Na? So, ganz vorsichtig. Gehst du rauf? Hallo? Danke, Alter. Das war irgendwie haarscharf. Nicht runterfallen, Alter. Schnell. Ich mag nämlich nicht unbedingt gegen die kämpfen, wenn ich sein muss. So, schnell da durch. Ich muss mit nach retten. Wieso hänge ich jetzt in letzter Zeit überall runter? So. Nein! Das wäre so gut gewesen. Das wäre First Try. Aber nein. Das Spiel sagt nein. Nein! Dann muss ich jetzt warten, bis es wieder. So, da warte ich jetzt. Na komm. So, aber jetzt. Lass mich doch auf. Ich habe keine Zeit, gegen die zu kämpfen. Zelda, hilf mit, ne? Sie ist nicht da. Oh nein.
Ich bitte euch, ratet uns, wie wir den Fluch brechen, der auf Michi liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Ich bitte euch, ihr müsst Michi von seinem Fluch erlösen. Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Das ist nicht die Magie der Schattenwelt. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, wohnt der Magie eine Kraft inne, die eben dies verhindert. Geht in die heiligen Hallen, tief jenes Wald, dort von Lichtkreis Fiona geschützt wird. Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird die Finsternis bezwingen. Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinen Herzen werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Michi, von den Göttern der Holzhauserwelt erhält. Wie du bin ich auch von diesen Göttern mit einer seltsamen Kraft gesegnet worden. Ist das nicht wunderbar, Michi? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Liebe Fesseln, gefährt mir einen letzten Wunsch. Feiert diesen Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Weißt du mit mir? Ich glaube, ich weiß es, welche Art von Wesen du bist. So viele Schmerzen hast du auf dich genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt du doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte dich mit mir, nimm dieses Geschenk an. Nein, wenn ihr das tut, Michi, dann irgendwas. Zelda gibt sich auf, um Midna zu retten. Wir müssen zurück, Michi, zurück in den Wald von Fionn. Sie sagt, ihr gebt mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Let's go, ne? So, dann auf in den Wald von Fiona. So. Ich weiß ja, wo es ist, aber da verbringt das hin.
Oh, die Viecher, die sind so. Die werden wir noch öfter sehen dann im nächsten Part. Der Wolf hat dich gerettet. Schon wieder. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber ich versuchte, in den Sinn des Waldes zu gelangen, griff mich plötzlich diese Kerle von ihm an. Also, was mag in diesem Wald nur sein? Ja, ich weiß es. Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es noch einen Wald. Wie wär's, Michi? Sollen wir uns mal den anschauen? Ja, sicher. Da gehen wir falsch. Stirbt. Schnell. So. Jetzt muss ich leider warten. Ich kann das leider nicht per Hand machen. Zuerst mal runterspringen, weil es so cool ist, das alles nochmal zu machen. Nein, es war ein Spaß. Das war ja nur ein Spaß, was ich gesagt habe. Das war knapp. So. Das erste Mal lauschen. Oben, unten. Warte noch einmal. Es war fast richtig. Fast. Welches Lied ist das? Warte, wie ist das schnell? Boah, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, das ist Ballade des Feuers gewesen, ne? Ich glaube schon. Ich kann es mich ja berichtigen, wenn es falsch war. Okay. Gut. Heiliger Hain. Es gibt nicht automatisch Schluss, oder? Nein. So, aber bevor wir das hier machen, also das hier machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über jeden Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne tun. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Bis nächstes Mal, bis bald und ciao.